unterwegs, um ein Stray Kids Video zu drehen. Ich bin also hier, um diesmal in das Stray Kids Pop-Up Café zu gehen. Dort werde ich euch also wieder ein bisschen mitnehmen, ein bisschen was aufnehmen und danach auch wieder ein Haul machen. Ich kaufe wieder ein paar Sachen für eine Freundin und das werde ich euch dann zeigen. Bis gleich! Zum zweiten Mal, für alle, die vielleicht jetzt mein Pop-Up-Café-Video das erste Mal sehen. Mein vorletztes Video, da war ich auch im Pop-Up-Store, habe euch da auch mitgenommen und euch da auch so ein bisschen gezeigt, was ich gekauft habe. Wer das also auch sehen möchte, ich verlinke das dann hier oben. Schaut euch das auch mal an. Und ansonsten zeige ich euch trotzdem aber nochmal alles, was ich so gekauft habe. Vorher vielleicht ganz kurz etwas vom Café allgemein, also wie das so ablief. Das war jetzt in Habzong. Also in der Nähe von Hongdae das Café, also auf der ganz anderen Seite von Seoul. Dort hat man also wie gewohnt wieder gewartet mit seinem Ausweis und dieser Naver, mit der Naver-Reservierung. Und dann wurde gefragt, wo man zuerst hingehen möchte, ins Café oder in den Shop. Es gibt also wieder einen Merchandise-Shop. Und ich habe mich für den Shop entschieden, weil ich ja wieder eine längere Liste hatte. Und ich hatte auch den letzten Slot, deswegen war ich eigentlich schon relativ sicher, dass ich nicht alles kriegen kann. Dennoch dachte ich, ich gehe erstmal in den Shop und danach ins Café. Weil ich tatsächlich damit gerechnet habe, dass die im Café so ein bisschen mehr auf Vorrat haben. Das war leider nicht so. Alles an Cupcakes, Cookies, Eis und was es da so gab, das war also alles schon weg. Und es gab nur noch Getränke. Das hatte ich euch, glaube ich, auch vorher im Video schon mal gezeigt. Deswegen ist es da auch nicht so besonders. Und das Einzige, was ich jetzt vom Café habe, ist halt das hier. Die geben einen so einen Cup. Und weil ich die Algilatte, also die Erdbeermilch bestellt hatte, hatte ich also auch noch eine Pappfigur bekommen. Die war dann also dabei. Normalerweise würde man hier, glaube ich, den Strohhalm durchstecken. Ich habe das jetzt natürlich nicht benutzt. Das hat man extra bekommen.
Und das Getränk kam dann natürlich auch noch mal im Pappbecher. Konnte man natürlich nicht mitnehmen, weil ja, ist halt voll vom Getränk. Und das hat man dann extra bekommen. Ich war also später beim Café und davor aber in dem Merchandise-Shop. Da wollte ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen, was ich so mitgenommen habe, was ich für meine Freundin gekauft habe. Wie gesagt, auch das ist jetzt nicht alles für mich. Freundin bekommen, was ich mitnehmen soll und versucht das meiste zu finden. Wie gesagt, vieles war aber tatsächlich auch schon leider ausverkauft. Fangen wir mal an. Vielleicht erstmal mit den Plüschis. Ich packe sie wie gewohnt schon ein bisschen aus und zeige euch die mal an. Hier haben wir also Foxy NY, was heißt also besprochen wird. Dann haben wir als nächstes nochmal Ulfzahn. Beim letzten Mal ja, glaube ich, auch schon gehabt. Gewohnt, sehr süß, sehr gute Qualität. Sieht jetzt auch nicht irgendwie anders aus, wie die aus dem Pop-Up-Store. Das sind auf jeden Fall alles dieselben. Und zwar Chini Red. Sehr, sehr süß. Hier mit den süßen pinken Öhrchen. Mir ist es jetzt erst aufgefallen, dass der hier auch so ein Muttermal oder so einen Punkt hat. Ist also sehr, sehr goldig. Das sind übrigens alles die Originalgrößen. Also nicht die Minis und auch nicht die 10 cm Größen, sondern das sind alles die Originalgrößen. Dann haben wir hier, okay, ich erkenne schon, das soll Libit oder Libit sein. Nicht, wie man ihn auf Koreanisch ausspricht. Das steht leider nicht dabei. Ich frage mich, ob man ihn Libit oder Ibit ausspricht. Das ist eine Frage, die ich habe, die ich irgendwie später mal beantworten muss. Sehr, sehr süß mit den Öhrchen. Das Grinsen. Also auch wieder die normale Version. Und dann haben wir hier noch, ich sehe es gerade am Gucker, originale Größe. Die originale Größe, genau, auch sehr süß von der Farbe her. Genau, das haben Gucker. Ja. Und das wären, glaube ich, auch soweit erstmal alle von der originalen Größe. Genau, wir haben dann noch ein paar Minis. Gehen wir die auch mal ganz kurz durch. Wie gesagt, wer ein genaueres oder eine genauere Beschreibung von den Figuren möchte, schaut sich bitte mein vorheriges Video an. Hier zeige ich euch das nur ganz kurz. Wir haben hier jetzt auch sehr, sehr süß in Gelb gehalten. Und das ist halt die Mini-Version, die ist also ganz klein, wie ihr seht. Vielleicht in meiner Hand genauso groß. Gehen wir mal weiter. Okay, Ibit, Libit. Weiß, wie es gesprochen wird. Hier haben wir jetzt auch die Mini-Variante. Sehr süß. Konnte aber genauso wie in dem Pop-Up-Store von jeder Sache nur eins pro Person mitnehmen. Wenn man also mehr kaufen wollte, war das dann nicht ganz so einfach tatsächlich. Schauen wir mal weiter. Was ist das? Decki. Ah, stimmt. Ich weiß, ich hatte in meinem ersten Video gesagt, was für ein süßes Häschen. Das hatte ich im ersten Video gesagt und dann wurde ich aber später von meiner Freundin aufgeklärt, dass der so eine ja, Schweinenase. Das soll ja kein Häschen sein, sondern ein Schweinchen. Hat halt irgendwie nur so Hasenohren. Ist also tatsächlich, glaube ich, eine Kombination von Schwein und Hase. Zumindest passt das zum Namen. Zu der Kombination. Dekki, Tweji, Schwein, Doki, Hase. Ich denke, so ist dargestellt worden. Also so falsch lag ich ja dann doch nicht. Die Ohren. Ja, die sollen ja doch Hasenohren sein, glaube ich. Schauen wir mal weiter. Und dann haben wir wieder ein Ulfzahn. Und sieht natürlich genauso wie die große Variante aus. Mir fällt auf, dass mehr als beim letzten Mal hier immer so ein bisschen Dreck dran ist. Also das heißt Dreck von den Pappkartons. Das finde ich so ein bisschen unschön tatsächlich. Aber ansonsten, ja, sehen die soweit ganz gut aus. Kleine Mini Variante Foxy NY, denke ich. Hier wieder so ein bisschen Dreck, finde ich echt ein bisschen unschön. So, und dann gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Und zwar haben wir hier einmal das Fotodeko-Set von Lino. Das wollte ich mir eigentlich auch kaufen. Leider konnte man nur eins pro Person holen. Aber ja, so ist es halt. Da kann man nichts machen. Ich bin nämlich seit neuestem jetzt auch Stray Kids Fan, kann ich glaube ich von mir sagen. Und ich glaube, ich sammle jetzt vielleicht auch mal ein paar Karten. Genau. Machen wir das mal auf. Drinnen sieht es so aus. Schauen wir uns mal die einzelnen Sachen an. Einmal sehr, sehr toll. Wie immer, super tolle Sticker.
Da steht also auch die Abkürzung für Stray Kids, Lino in Hangul zum Beispiel. Dann natürlich auch Lino in unserer Schrift. Und dann noch so Zeichnungen. Und dann gibt es ja auch eine Fotocard von Lino. Noch eine weitere Fotocard. Und auch wieder dieses süße kleine, dieses Folder-Ding, wo man die Fotocard dann so reintun kann. Sehr, sehr süß. Dann haben wir als nächstes das hier. Eine Mini-Bag von Bang, ach, nicht Bang Zahn, genau. Machen wir das auch einmal auf. Oh, wie süß. Das ist ja wirklich sehr goldig. Hier kann man perfekt das Handy reintun. Von der Größe her, wie ihr seht. Hier sind noch die süßen Öhrchen. Das Gesicht. Und hinten sieht es dann so aus. Sehr, sehr, sehr weich. Also auch wieder tolle Qualität. Genau, die Qualität ist also wirklich sehr, sehr gut. Und hier sind auch so zwei Dinger, wo man, ich denke, dann das hier durchstecken kann. Es gibt auch so ein Band dabei. Das sieht jetzt ja nicht besonders hochwertig aus, aber das kann man hier dann dran machen und sich das umhängen. Wie gesagt, reinpassen. Ah, wieder ein bisschen Dreck mit drin. Ne? Hier, ich weiß nicht, ob man es sieht. Reinpassen. Oh, hier ist auch ein bisschen Dreck mit drin. Ist natürlich ein bisschen unschön, aber reinpassen tut hier wirklich, glaube ich, nur ein Handy. Und das wäre es dann auch. Vielleicht versuche ich mal mein Handy reinzutun. Genau, das ist so ziemlich alles, was reinpasst. Ist aber auf jeden Fall sehr, sehr süß. Ich glaube, wenn man das auf ein Konzert mitnehmen würde, wäre das schon sehr süß. Noch ein Fotodeko-Set von Felix. Also einmal auch. Nochmal eine Verpackung. Mache ich es mal auf. Sieht also so aus. Schauen wir uns auch mal die Sachen einzeln an. Wir haben also wie immer auch wieder Sticker. Da steht es ja auch immer in Hangul, Pilixe, dann Stray Kids, ja Felix, wie wir es kennen, Bungadi und so, noch andere süße, ich weiß nicht, so Emojis oder wie man das nennen könnte. Und dann gibt es natürlich auch wieder Fotokarten. Einmal die hier. Dann diese hier. Und passend dazu natürlich auch wieder so ein Folder, wo man das dann also reintun kann. Genau, auch sehr, sehr süß. So, und zu guter Letzt, bevor wir gleich zu den Fotokarten kommen, habe ich auch etwas für mich, beziehungsweise meine liebe, nette Freundin Eva meint, ich kann mir auch was aussuchen. Deswegen habe ich mir also das hier ausgesucht. Das war einer der wenigen, die noch übrig waren von diesen Collector Books. Das mache ich natürlich auch einmal auf. Ah, das sieht so aus. Sehr, sehr süß. Hier haben wir eine Fotokarte. Ich habe jetzt insgesamt drei. Also ich habe von Eva und auch von ihrer Freundin, als sie die Sachen abgeholt haben, ist ja sehr nett von den beiden auch noch zwei Fotokarten bekommen von Lino. Die kann ich dann hier, glaube ich, auch direkt reintun. Ihr seht, sehr, sehr dicke, tolle Folien. Hier vorne ist das auch mit noch. Also Fotokarte gleich auch einmal direkt rein tun und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Oh, da sind mehrere drinne. Entschuldigt. Es sind zwei drinne. Zwei Stück, nicht nur eine. Packe ich dann mal rein. Schauen wir mal, welche besten aussieht. Die kommen nach vorne. So, jetzt habe ich es rein schon. Naja, das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Die lasse ich dann vorne und die andere tue ich dann hier rein. Genau, und das ist mein erstes Fotobook. Danke nochmal, Eva, für das tolle Geschenk. Ich freue mich wirklich sehr. Und hoffe, dass ich bald noch mehr Karten hier reintun kann und das irgendwie füllen kann. So, zu guter Letzt kommen wir dann also zu den Fotokarten. Es gibt ja immer eine Reihe von Fotokarten, die man bekommt ab einer bestimmten Summe. Das war ja wieder ein bisschen teurer, deswegen gab es hier mehrere Fotokarten dabei. Die sind auf jeden Fall anders als die, die wir beim Pop-Up-Shop hatten. Deswegen schauen wir uns die auch einmal an. Wir sehen schon vorne Bangtan. Da wird sich also jemand freuen. Ich mache die auch einmal auf. Ich glaube, da sind nämlich auch mehrere drin. Okay, so ein Zufall. Lino und Bang. Das würde ich mir am liebsten jetzt einmal rausnehmen. Aber das sind ja nicht meine. So will ich ja auch nicht sein. Schauen wir dann mal weiter. Das sind die nächsten. Die mache ich auch mal auf. Und das sind die nächsten zwei. Hinten ist übrigens immer nur dieses Logo von dem Shop
mal weiter. Das ist das nächste Pack. Diese zwei. Süß. Dann haben wir noch diese hier. Die gibt es übrigens dreimal. Die zweimal. Die auch zweimal. Und die auch zweimal. Das ist jetzt also die letzte, die ich aufmache. Bei den anderen ist ja dasselbe drin. Hoffe ich, glaube ich. Schauen wir uns also die mal an. Das ist, glaube ich, einfach immer in Zweiergruppen aufgeteilt. Das sind dann also diese zwei hier. Genau, das wäre also auch soweit alles zum Haul. Diesmal vielleicht nicht ganz so spannend. Vor allem für die, die mein voriges Video mit dem Haul schon gesehen haben. Ich hoffe trotzdem, dass ihr so ein bisschen sehen könnt, was es da so gibt. Es waren ja auch ein paar neue Sachen dabei. Ja, und ansonsten hatte ich auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Sowohl der Pop-Up-Store als auch das Pop-Up-Café war also wirklich sehr, sehr spannend, sehr interessant. Ihr habt ja auch die Clips gesehen. Ich habe mir ganz viel Mühe beim Aufnehmen genommen. Tatsächlich muss ich sagen, die Getränke war, oder mein Getränk, dieses Erdbeergetränk war jetzt nicht besonders lecker. Aber das ist ja meistens bei Pop-Up-Stores so. Ich gehe ja auch gerne zu Anime-Pop-Up-Stores und da ist es auch immer so, dass die Getränke so lala sind und man sich eher über die Karten oder diese Extras freut. Aber trotzdem hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Es wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn ich ein Cupcake hätte oder ein Eis. Trotzdem hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet beim Anschauen. Ich wäre natürlich sehr, sehr froh, wenn ihr vielleicht abonnieren würdet, einen Kommentar da lassen würdet oder auch ein Like. Und ansonsten, ja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Annyeong!